Hey ho Leute und willkommen zur zweiten Folge von Kenji. Es ist ein bisschen was anders, also für die Aufmerksamen von euch, die haben es schon gesehen. Die Namen wurden jetzt angepasst, habe in der ersten Folge vergessen, die zwei zu benennen. Das sieht jetzt auch anders aus, ich habe also einen neuen Spielstand gestartet. Aber das war nicht der Hauptgrund, also nur wegen Namen, da starte ich nicht einen neuen Spielstand. Das Problem war einfach, es kommt ein neues Update. Ich will schon wieder mit M auf die Map. Und die Karte wurde erweitert. Sie ist jetzt fast das doppelte Größe eigentlich. Und dadurch passten die Positionen vom Squad nicht mehr. Also ich habe meinen alten Spielstand übernommen und war irgendwo im Nirgendwo. Aber da ich eigentlich eh fast nicht gezockt habe, also eigentlich immer nur beim Anfangsgebiet irgendwo da unten war und ein paar Sachen eingesammelt habe. Was meine ich jetzt? Wurscht, habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf. Neu anfangen, einfach ein neues Spiel starten und ein bisschen zu anderen passen. Das Einzige ist, was jetzt blöd ist, man startet jetzt in der Holy Farm und nicht mehr in der Ruine. Also, ja, ist ein bisschen blöde, weil die Ruine war eigentlich schon ein ganz netter Start. Konnte man gut Geld damit machen. Jetzt muss ich schnell Audio-Optionen. Passt eigentlich hier alles. Kommt ein bisschen laut vor. Und was auch neu ist, Greenscreen. Also, ihr seht jetzt meinen Hintergrund nicht mehr. Ich muss dann später noch schauen, wie das aussieht bei der Aufnahme. Also, ob meine Kamera damit zurechtkommt oder nicht. Mir kommt es ein bisschen hakelig für. Also, könnte sein, dass ich mir vielleicht noch eine bessere Kamera besorgen muss. Aber ich hoffe, ihr nehmt damit vorlieb. Also, wenn es irgendwem stört, wenn irgendwer denkt, nee, so Greenscreen, so muss ich nicht haben, oder dass das Flackern irgendwie nervt, einfach in die Comments schreiben, dann werde ich schauen, dass ich irgendwas mache. Ich werde auch noch die Lichtverhältnisse ein bisschen anpassen, also so Fotostudio-Scheinwerfer besorgen, damit es vom Licht her besser passt. Und ich würde mal sagen, gleich mal ins Spiel rein. Denn ich muss Geld verdienen. Also ich habe ja immer noch das Problem, ich bin am Verhungern, ich habe kein Geld. Und diesmal kann ich nichts plündern. Aber Eisen. Da ist Eisen und da ist Copper. Eisen ist da besser vorhanden. Ich würde sagen, ich werde da gleich mal Eisen plündern gehen. Plündern. Ja, farmen. Oder ich suche nach irgendwelchen anderen Vorkommen, aber nee. Ja, das müsste nicht schon passen. Sonst gibt es eigentlich eh nichts, was ich machen könnte. Ich wüsste jetzt eigentlich nichts. Im Inventar habe ich auch nichts. Web, Glandus. Basic First Aid Kit, ja. Also ich habe wirklich nichts, was mir helfen könnte. Ah, genau. Und noch ein Grund, warum ich halt einen neuen Spielstand gestartet habe. Dann auch, ja, keine Namen und falscher Spawn. Sind beides keine wirklichen schlimmen Gründe, also ich hätte weiterspielen können, nur einige Häuser hat es nicht mehr erkannt, also ich konnte in ein paar Häuser nicht mehr reingehen, wo auch gewisse Shops drin waren und das war halt auch ein bisschen unpraktisch, also wenn man da nicht mehr in die Gebäude reinkommt mit den Händlern, also wie zum Beispiel also Klamotten oder Rucksäcke, ist schon ein bisschen ein Gamebreaker. Aber, ja, was soll man machen? Ich farm jetzt mal ein bisschen Eisen, damit ich ein bisschen Startkapital habe, damit ich mal wenigstens nicht verhungere. Also mal ein bisschen Essen farmen, ein bisschen Essen arbeiten. Könnte ein bisschen dauern, ein bisschen Zeitvorlauf. Und in der Zeit, wo das läuft, werde ich mal einen Cut machen. Denn ansonsten bringt mir eh nichts jetzt, dass da... Ja, super. Das wäre das geilste Let's Play ever. Nee, also ich mache mal einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, sobald ich ein bisschen Eisen habe, ein bisschen Money und ein bisschen was zum Essen. Und dann werde ich mal mich auf der Suche machen zur nächsten Stadt oder Questgeber oder was auch immer. Mal gucken, was ich so finde. Schnell in die Optionen und Aufnahme passieren. Man sieht sich. So, und ich bin zwar noch nicht fertig mit dem Farmen, aber es ist gerade etwas sehr Interessantes passiert bei mir. Nämlich, da oben kam ein High, kam irgendwie so ein High Paladin. Kann ich mal draufklicken. High Paladin.
Meint er irgendwas mit Devil Spawn? Und griff die Tiere an. Geil. Okay, ich helfe ihm mal. Also, glaube ich, ein guter Weg, ein bisschen Erfahrungspunkte zu machen und allgemein Loot. Also, Loot ist immer geil. Wodurch bekommst du bitte schon Nahrung? Hat er nicht mal ausgefressen? Eine Ratte oder so? Na gut, jedenfalls, da ist mal alles tot. Kellandus kommt gerade. Er ist halt natürlich überladen, bis zum geht nicht mehr. Aber, naja, gratis Loot, also, der Paladin. Ich konnte ihm zwar nicht mehr helfen, aber der Paladin hat er gut aufgeräumt, hat einfach mal alle Wildtiere da getötet. Ich hoffe nur, dass ich da auch jetzt looten kann, also, dass ich da irgendwas rausbekomme, nicht, dass ich irgendwie ein Werkzeug oder so brauche. Denn ich habe mal gesehen bei einem Spieldurchlauf, dass man, dass es auch so Fleischermesser gibt und so Zeug. Also so Werkzeug jetzt, was man anscheinend für spezielle Sachen braucht. Ja, mal schauen. Leder, wunderbar. Kann man verkaufen. Nehme ich mit, da sage ich nicht nein. Money, money, money ist immer gut. So, das nehme ich auch mit. Das auch. Ja. Es ist schön, wenn die Paladine für einen die Arbeit machen. Geht sich, glaube ich, sogar aus, dass ich von allen... habe ich den eigentlich schon, oder? Ja, habe ich schon. Aber den habe ich noch nicht. Okay, genau. Von einem geht sich nicht mehr aus. Da muss ich dann einfach nochmal hinlaufen. So. Wo ist ein Händler? Normalerweise müsste da drin ein Händler sein. Ist er... Public. Moment mal, das ist jetzt... Ah, verdammt, das ist zu spät. Ah, willst du mich verarschen? Unlocked. Open, close... obwohl, es ist aufgesperrt, also... Mal gucken, gehe ich mal rein. Hey Leute, ich will handeln. Darf ich? Ja, kann ich. Puh. Ich looke für Trading-Sachen. Kann ich mal... ein bisschen Nahrung... Kaktus? Ja, okay. Water. Ich passe hier mal. Also, da brauche ich echt nicht die Zeit weiterlaufen lassen. Bull Backpack. Ah, okay. Damit ich für die Bullen das transportieren kann. Ja, na gut. Ich verkaufe mal. Ups. Vorbeigezogen. Ja. Ich verkaufe mal das, was ich habe. Hab dadurch. Ja, 500 oder so. Es geht eigentlich. Kann ich ein bisschen was zu futtern kaufen? Ist. Auch nicht so teuer, hä? Warum konnte ich mir so viel kaufen? Hä? Das ist, glaube ich, ein Bug. Na gut, da hat irgendwas nicht gepasst. Also normalerweise hätte ich mir nicht so viel kaufen dürfen. Ich hatte ja nur 500. Jetzt habe ich aber im Wert von 600 eingekauft. Ja, jetzt habe ich noch 100 übrig. Na gut, also ich habe nichts dagegen. Jetzt muss ich mal was gucken. Wird dann der Hund automatisch gefüttert oder... Ja. Plündere ich erstmal noch den letzten, was auch immer. Muss ich jetzt in der Nähe stehen oder... Ah, ich glaube, das hat sich erweitert. Ich glaube, der wurde gefüttert, der Hund, also automatisch. Ja, kann man so lassen, also ich habe nichts dagegen. Mein Bedürfnis nach Nahrung wurde gedeckt, das ist schon mal ganz gut. Das sollte mir wirklich gut helfen. Das mit der Animals Facility gucke ich gleich mal. 163 ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Und ich kann die Tiere kaufen. Okay. Dog, Domans. Oh, boah. So ein Hund kostet 1000. Auch das Alter, Pubertät, Adult, Teenager. Interessant, Cancel, aber ich habe nicht das Geld dafür. Ich muss mal gucken. Aimless. Pup ist ein Welpe, also noch ganz jung. Habe ich ja eh, glaube ich, mal in der ersten Folge erwähnt gehabt, dass er ein Puppy ist. Und ich würde mal sagen. Wer seid ihr? Paladine. Soll ich den nachlaufen? Also. Sicher eine gute Loot-Möglichkeit. Und der Papi ist, glaube ich, langsamer als ich. Athletik 52.
Das wundert mich eigentlich jetzt. Dexterous Ranch, also überall Defizite. Die gehen da schön in Formation. Und, hey, was ist denn das? Ein Schrein von der Holy Nation, würde ich mal sagen. Na gut, also, ich will die ganze Zeit mit M auf die Karte. Das ist ja Military Base, Ballista Hill, Bad Teeth. Ich glaube, ich werde mal nach Ballista Hill gehen. Vielleicht habe ich Glück und da werden ein paar Feinde abgeschlachtet. Das wäre eine gute Loot-Möglichkeit eigentlich und auch schön zum Geld verdienen. Aber der Fafnir ist langsamer. Na gut. Bodyguard Fafnir und Fafnir läuft vor. Und für alle, die was sich jetzt fragen, Fafnir, was heißt das? Das ist eine Kreatur aus der nordischen Mythologie. Ich glaube, ein Höllenhund oder was es war. Bin mir jetzt nicht mal ganz so sicher. Aber irgendwie dachte ich mir, okay, Hund, Fafnir könnte passen. Jetzt habe ich es einfach mal so gelassen und mal ein bisschen Speedverlauf. 11 Minuten schon aufgenommen, okay. Also die Zeit vergeht eh wie im Fluge. Und ich finde eigentlich das ziemlich Lex. FPS-Einbrüche. Ja, das ist halt immer noch das Problem vom Spiel, wenn man irgendwie in die Gebiete reingeht, also irgendwie das so das definierte Territorium verlässt, dass immer die FPS einbrechen und dann schön Ladebildschirm ist. Also, beziehungsweise das Ladesymbol. Aber, was ist das? Eine Horde wilder Bullen, aber nee, die werden mich töten. Da habe ich keine Chance. Da müsste ich schon Glück haben, dass schon wieder solche Paladine vorbeikommen und dann die Bullen töten. Das war schon praktisch. Aber ich habe jetzt da nicht wirklich die Chance dazu. Ich muss erst mal eine Trainingspuppe finden und ein bisschen Geld, also ein bisschen meine Stärke trainieren. Paladine, okay, ihr seid auch paar Hüter des Gesetzes. Okay, da hinten muss ich. Oh. Ja, da hat sich die Stadt aufgebaut. Wo läuft der hin? Darüber. So. Ah. Verdammte FPS-Einbrüche. Und es ist auch immer gut, wenn die mittlere Maustaste zum Umsehen einfach mal festgestellt wird. Also das brauche ich eigentlich eher nicht, aber es tut das Spiel gerne mal. Und ich habe schon wieder den Namen von der Ortschaft vergessen. Ballista Hill. Oak. Irgendwas. Territorium, was auch immer, also wurscht. So. Obwohl, jetzt will ich mal was schauen. Ich habe ja eine Mod installiert. Die Formationsmod. Wie kann ich Formationen machen? Map, Factions, Research, Crafting Squads. Normalerweise Squads, New Squads. Das müssen nie. Ja, wurscht. Egal. Werde ich später mal sehen, wenn ich mal mehr Leute habe. Jetzt gehe ich erstmal in die Stadt hinein. Hallo Leute. Ich bin ganz netter. Okay, die sagen eh nichts. Das kommt schon mal wunderbar. Aber die ganzen Gebäude haben geschlossen. Aber ich weiß ja, ich bin ein schlauer Fuchs und ich weiß ja, wo was steht. Und dass hier die Polizeistation ist. Mit Trainingspuppen und die haben ja nichts dagegen, wenn man ein bisschen bei denen vorbeischaut und mit den Trainingsdummies übt. So kann man die Nacht gut und sinnvoll überbringen. Wunderbar. Das sind auch die Gefängnisse, wo dann die Gefangenen reinkommen. Und dann übe ich einfach mal. Fafnir kann das nicht, der muss zusehen. Aber so kann ich schon mal ein bisschen meine Stärke und alles trainieren. Das ist auch schon mal ganz angenehm. Ich könnte auch versuchen, da ein bisschen auszurauben, aber ich weiß nicht, wie weit das Diebstahl- und Stealth-System schon ist im Spiel. Das müsste ich später mal ausprobieren, wenn ich mal nichts zu verlieren habe oder ein bisschen offscreen unterwegs bin. Also ein bisschen austesten, was so möglich ist. Ja, aber schon. Ah, wunderbar. Der Tech steigert sich schon mal. Der Trainingsfortschritt ist auch ganz gut. Das ist halt immer so am Anfang.
ist am klügsten, das schnell mal durchlaufen zu lassen, bis dann der Trainingsbalken, ja, für einmal voll werden, circa eine Minute braucht. Ab dann zahlt es sich eigentlich nicht mehr aus. Also ich würde mal sagen, so eine Ingame-Stunde für einen Trainingsbalken, wenn es das überschreitet, ist der Training, also, warte, muss hier passieren. So, sorry für den kurzen Cut, wurde schnell mal unterbrochen, wieder schnell Zeitverlauf. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Irgendwo halt. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Fuck. Ich bin aus dem Konzept. Na gut, lass mir mal das Training durchlaufen. Und jetzt wird schon langsam der Balken langsamer mit dem Auffüllen. Und der Hunger geht halt runter. Das Trainieren kostet halt unglaublich viel. Also das ist auch nicht wirklich gut für die Nahrung. Ich würde mal sagen, sobald der durchgelaufen ist, dann lasse ich es mal und dann gehe ich wieder ein bisschen Ressourcen farmen. Damit ich ein bisschen Geld bekomme und ich nicht verhungern muss im Spiel. Das wäre ein bisschen unangenehm. Und es wäre halt auch geil, wenn man sehen könnte, wie weit der Welpe schon ausgewachsen ist. Ja, schnell, schnell, schnell. So, ansonsten in der Stadt, ja, kaufen kann ich mir sowieso nichts, habe ja kein Geld. Das ist ja ein bisschen problematisch dafür. Ja, aber wo könnte ich hinreisen, wo ich ein bisschen was verdienen könnte? Ich könnte mal in die Bar gehen. Also ich habe ja mal gelesen, dass ja anscheinend sowas ähnliches wie ein Quest-System schon existiert. Vielleicht kann ich ja da irgendwo was annehmen. Oder ich finde irgendwo einen Begleiter, der was umsonst mitkommt. Irgend so ein Gratis-Begleiter. So, wer ist denn da alles? Saints, Tech Hunter... Tech Hunter, Petto, Plastics, also der, wo man sein Aussehen und seinen Namen anpassen kann. Und der hat auch einen Tech Hunter, alles Tech Hunters. Ich rede mal mit dem Barkeeper. Na gut, nee, der verkauft mir aber. Was hat denn der alles? Green Fruits und Dried Meat, getrocknetes Fleisch. Kaufe ich mir mal. Und jetzt ist er gegessen, okay, wunderbar. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen besser als die ganze Zeit nur Früchte zum Mampfen. Was bist denn du? I'm looking for work. If you're looking on hire. Wie viel kostest du? 700? Nope. Kein Geld. Hund, knurrst du? Na gut, irgendwas gefällt ihm nicht. Trade, follow, bodyguard. Na gut, da brauche ich... Obwohl, vielleicht beim Polizeirevier solche Kopfgeldjäger-Aufträge. Obwohl, das ist eine größere Bar. Die Bar kommt mir auch ein bisschen eigenartig vor. Also, ist ein bisschen zu klein. Hier erstmal in die große Bar und dann nochmal zu den Polizisten. Vielleicht haben die dann einen Auftrag für mich. Irgendwie muss ich ja Geld verdienen, weil einfach nur Steine kloppen, das wäre doch ein bisschen traurig. Okay, da ist ein Shopguard einfach nur... bist du der Holy Barman? Okay, der heilige Barman. Rede ich mal mit dir. I'm an experienced engineer looking for work. How much? Wow. I have not enough money. Nicht genügend. Tiff. Okay, das sind Diebe. Tiefensch. Rede ich mal mit dir. What's to offload something? Trade nothing. Your trader. What is. Okay, da kann ich dann gestohlene Sachen wohl verkaufen. Ah. Hey, das ist ja nicht praktisch. Wenn ich mal klauen sollte im Spiel. Na gut, ich sag mal, Fafnir, du wartest hier, du bist nämlich zu langsam. Und ich gehe mal zum Polizeirevier nochmal. Da war ja. So ein Tisch, wo höchstwahrscheinlich jetzt dann gleich mal einer dahinter steht am Tag. So, rein da und... Nee. Kann ich da mit irgendwem reden? Mit dir könnte ich reden. Welcome to the Inquisitorium. Do you have any work? Yep, the Holy Lord Phoenix himself, blessed be his name, he's marked for
us, the heretic of Orcan. Look out for them and bring them to me for a holy judgment. Also so ein Kopfgeldjägerauftrag ist, glaube ich, ein bisschen. Do you have any confiscated goods to sell? I'm here to bail out a friend. Ah. Cool, so kann ich auch Verbündete freikaufen, die was gefangen genommen worden sind. Oder konfiszierte Sachen einkaufen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen billiger als für normal. Oh, immer noch sauteuer. Jetzt finde ich aber nicht mehr so schlecht. Na gut, also es wird jemand gesucht. Werde ich dann mal gucken, ob ich vielleicht mal den Typen über den Weg laufe. Vielleicht habe ich das Glück und der wird dann von irgendwem anderen umgeschnetzelt und ich kann ihn dann einfach mal so mitnehmen. Einfach mal so. Ja, hey, cool, gefunden. Passt, nehme ich mit. Hole ich mir. Aber ich bin schon wieder bei 20 Minuten, weswegen ich mal sagen würde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin wohlgenährt, hab schon wieder kein Money mehr. Dafür bin ich satt. Das ist doch auch schon mal was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und ich habe immer noch keine Tastenbelegung.